Hallo, willkommen zurück in Lost Island zu Let's Play Minecraft. Mein Name ist Lord Zarlok und wir haben ja herausgefunden, dass wir hier nicht drauf gehen. So, auf jeden Fall, wir haben in dieser Folge etwas vor, und zwar erstmal hier ein bisschen ausleuchten und so. Bevor wir das aber machen, zuerst... kommt ein Mann mit zwei linken Füßen und kauft sich Flip-Flips. Ja. Fängt gut an. So, wir leuchten mal hier ein bisschen den Zaun weiter aus. Ja, ich weiß, die Witze sind schlimm, aber... das, sind nun mal die Charaktereigenschaften eines Flachwitz. So. Ich hab eh nicht genug Fackeln dabei, ne? Wieso bin ich denn so sparsam? Wir haben Kohle ohne Ende. Ach, weißt du, ich nehme einfach hier welche mit. So. Ich glaube, ich mache da nur den... diese Musik, ne? Die ist... ist ein bisschen neutral, ist ein bisschen ruhiger. Finde ich eigentlich ganz toll. Ich glaube, ich leuchte hier nur den Eingang kurz aus. Ansonsten... mehr Licht brauchen wir nicht. Ich glaube, dieses Areal hier, das gibt schon genug Licht ab. Naja, und ich musste gerade schon wieder aufstoßen. Es tut mir sehr leid. Ich versuche es immer zu unterdrücken, aber... dann, wenn man das so unterdrückt, ne, kennt ihr, wenn man so aufstoßen muss und dann muss man... wenn man das so unterdrücken, dann kann man da nicht gescheit reden. Deswegen bin ich dann immer eine kurze Zeit still. Auf jeden Fall, ja, jetzt haben wir schon fertig ausgeleuchtet. Das ist auch gut so, denn jetzt können wir gleich anfangen, die Laternen hier aufzubauen. Hier können wir eigentlich... nee, hier können wir den Zaun eigentlich verbinden. Hunger haben wir noch genug, okay. Zäune. So, dann kommt nämlich hier so ein Stück und dann bauen wir hier nämlich nach oben. Und am besten nochmal nach oben. Jetzt muss ich... oh, jetzt wird's, so. Wie komme ich da überhaupt... ne, das hätte ich mir früher überlegen sollen. Nein. So. Habe ich eigentlich eine Axt noch dabei? Deswegen. So. Sieht ein bisschen komisch aus. Oh, vielleicht mache ich das ja ganz anders. Das ist eigentlich noch so eine Idee. Dazu brauche ich mal eben so eine Art Baugerüst. Man könnte ja nochmal so ein eins nach oben noch. Dann verbinden wir das. Dann haben wir hier so eine Art Eingangsbereich. So ein Eingangstor. Vielleicht noch so runter. Dann kommt hier die Tür, das Tor. Hier kommen die Druckplatten hin. Und, da können wir hier noch so ein Schild irgendwie hinmachen. Pfeil, Weizen, Pfeil, Kartoffeln, Karotten oder sowas. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, Mr. Anderson. So, ich denke, ich mach mal eben. Schilder mache ich jetzt, ach, obwohl, wenn ich schon mal da bin, kann ich die Schilder auch gleich machen. Holz müssten wir ja noch genügend haben. Ja. Ich sehe gerade, es wird wahrscheinlich eine etwas verkürzte Folge, weil ich habe Outer City gar nicht auf die Länge eingestellt. Ich wollte nämlich eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber ich wollte noch ein bisschen aufnehmen. Deswegen... oh, da muss ich jetzt aber aufpassen, du. Ja, wird eine kurze Folge. Also es geht nur darum, ein bisschen hier den Eingangsbereich zu machen und vielleicht noch die Laternen. Ne, die Laternen schaffe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Scheiße, ich bin so unorganisiert. Mein Gehirn arbeitet eben random. Ja, Druckplatten kann ich sowieso mal machen. Ansonsten... tja, nee, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Schilder, wo sind denn... ach, hier gibt's Schilder. Da fehlt uns aber ein bisschen Holz. Wir haben aber Baumstämme dabei, deswegen ist das kein Problem. Oh, wir brauchen... mein Gott. So.
Jetzt reicht's dann hoffentlich mal. So, Mesh. Oh, scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Da stellt man ja... Oh, das ist jetzt ein bisschen viel. Und gerade beginnt der Soundtrack von Assassin's Creed Brotherhood, was wir parallel ja spielen. Guten Morgen, Welt und alle, die sie bevölkern, Phantomschlaf. Yo. Ah, keine Viecher da. Ups. Ach so, ja, stimmt, wir gehen ja eh nicht dabei drauf. Das ist beruhigend zu wissen. So. Boah. Scheiß Skelett. Ich dachte, es war eine Spinne. Ja, das ist der Nachteil. Man kann leider nicht gucken, was da unten lauert. Zieh's durch. Lass es raus. Lass deine Wut freien Lauf. Ist nicht euer Ernst, oder? Ah. Ich habe den Creeper auch nicht gehört, weil der Soundtrack zu laut ist. So eine Scheiße. Du musst es ausbaden. Ja, brenne, brenne. Verbrenn. Ist der dämlich. Hey, wieso brennst du nicht weiter? Welche physikalischen Oh, wir sind gleich tot. Welche physikalischen Gesetze sind dafür verantwortlich, dass der einfach nicht mehr brennt? Hey, du Pisser, komm her. Ich bin hier drüben. Hallo? Du stinkst. Du riechst wie abgelaufener Apfelkuchen. Hey, das ist von mir abgeprallt. Sind das hier Zielübungen oder so? Du bist sehr schlecht. Untalentierter junger Mann. Oder junges Skelett oder wie man euch nennen mag. Das ist ein bisschen wie Federball. Schieß mal einen Pfeil her. Ging das nicht? Kann man das nicht abblocken eigentlich? Nee. Ja, wir bringen es zu Ende, bevor hier noch... Diese scheiß Creeper! Ich hasse sie. Oh, überall hauen die uns diese Löcher hier rein. So ein verdammter Mist. Ein Glück, dass es keine Creeper-Spawner gibt, ey. Mann, 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 Mann. So, was wollte ich eigentlich? Wollte ich irgendwas erzählen? Weiß ich nicht. Ich wollte was bauen, das weiß ich noch, aber... So, kurz auf die Zeit achten. Oh, da ist schon wieder so ein Exemplar von dieser Plage. Hey, komm ran, du scheiß Miesgeburt. Ich mach dich kaputt, Junge. Doofkopf. So. Okay, das Lied mag ich von Brotherhood. Sie kündigt... Ach, ich habe vergessen, das Tor zu bauen. Flachwitz habe ich schon gebracht, ne? Ach ja, stimmt ja. Hab ihn wieder verdrängt. So. Wir brauchen... Ne, zwei Stück brauchen wir dafür, ne? So. Na, natürlich kein Platz im Inventar. Dann tue ich... Was tue ich hier rein? Hier, Spinnauge, Knochen... Brauchen wir das nicht? Die Eimer brauchen wir momentan... Eigentlich auch nicht. Ach ja, und Schießpulver auch nicht. So. Ich bin froh, dass wir diese Abkürzung hier entdeckt haben. Ja, das zieht schon ein bisschen mehr. Sonst sind wir ja immer bis auf diesen Vorsprung da drauf. So. Einmal die Türen. So. Dümm-di-dümm. Dann die Druckplatten.
Nein, zieh doch nicht deine Schuhe aus. Füße stinken doch. Du hast sie seit Wochen nicht mehr ausgezogen. So. Sehr schön, dann kann man hier durchlaufen. Irgendwie ist die Konstruktion gerade Schwachsinn. Man will... Dann können doch Leute hier reinlaufen. Ich bin doch ein bisschen... Okay. Ach, dann hätte ich ja eigentlich welche aus Stein machen sollen. Braucht man für Druckplatten, braucht man da eine Werkbank oder kann man die auch so machen? Ja, man kann sie auch so machen. Allerdings braucht man dann Cleanstone und die habe ich jetzt eh nicht dabei. Es ist ein Teufelskreislauf. Egal, auf jeden Fall hier kommen Druckplatten rein und dann hier, weiß ich nicht, so ein Schild mit, ich muss kurz auf die Zeit achten, so ein Schild wie, oh, warte mal. Das hängt in der... Nee, ich will aber nicht, dass es in der Luft hängt. Nee, das ist doof. Ich denk mir was aus. So, Straßenlaterne. Manchmal ist die Steuerung hier ein bisschen merkwürdig. Die Zäune. Da, die Zäune. Ja, die Zäune, ja, sie wissen sowas. Meine Güte. Ich brauche eine Axt. Oder ich benutze das Schwert, ist eh bald am Arsch. So. So, Moment. Gleich baue ich wieder... Ich baue erst zwei Stück nach oben und dann baue ich erst das Gerüst, weil alles andere ist... Das ist mir jetzt zu... doof. Ich habe wirklich keine Zeit. Scheiße, ich muss... Okay, beim nächsten Mal denke ich dran, dass ich bei Outer City einfach, ne? Am besten stelle ich es gar nicht ein. So, auf jeden Fall, ja. Ich werde jetzt mal... Schaffe ich das noch so? Ah, ein bisschen was schaffe ich noch. Ich muss nur aufpassen. Die Folge ist extrem kurz, das tut mir sehr leid, aber... Ist der Ausgleich dafür, dass die letzte Folge der letzten Aufnahmesession eben 36 Minuten hatte. So, hole ich das wieder rein. So. Ich arbeite gegen die Zeit. Die Zeit arbeitet gegen mich. Warum ich mich auch immer verhaspeln muss, wenn ich so spannende Sachen sagen muss. So. Ja, ich mache dann wirklich jetzt mal gleich eine Folgenpause. Warte mal. Wir sind jetzt bei 13 Minuten 25 gleich. Boah, ist wirklich extrem kurz, ne? Ich mache es bis 15 Minuten noch und dann... Weil ich brauche ja noch Restzeit für Endscreen. So, ein bisschen hier. Ja, alles werde ich jetzt sowieso nicht hier schaffen. Mal eine Frage, habe ich eigentlich schon alles hier angebaut? Nee, okay. Deswegen. Wobei, warte mal, mehr brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch eigentlich nur das hier anpflanzen. Weil irgendwann, weißt du, die Kakaoplantage ist schon fertig. Und wir haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal angefangen hier umzupflügen. Das ist unglaublich. Naja, was soll ich tun? So. Ich, also eigentlich 15 Minuten ist vollkommen in Ordnung, oder? Ist ja, ne, Standard ist ja 20, diese Folge ist eben etwas kürzer. So. Gut, dann, ich mache jetzt wirklich meine Aufnahmepause dann. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Also. Haut rein, tschüss.